einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Hallo Tom, hallo und herzlich willkommen zum Aktien-Roundup. Hallo auch von mir, hallo Dustin, schön wieder dabei zu sein. Wir haben quasi heute Japan-Tag, kann man so sagen, Asien-Tag, Japan-Tag. Wir werden uns heute den ganzen Tag mit verschiedenen Unternehmen aus Asien beschäftigen. Wir haben ja jetzt einen Stimulus bekommen aus oder von der chinesischen Zentralbank, vom chinesischen Staat zudem auch. Das heißt, es gibt insbesondere halt für chinesische Immobilienkonzerne einen großen Aufwind gerade, aber wir sehen es auch bei den E-Commerce-Unternehmen. Bei den Aktien, die China abhängig sind, sowieso. Wir haben das heute Morgen schon bei LVMH gesehen. Ich glaube, die sind auch schon knapp 7% im Plus, hatte ich schon mal geschaut. Genau, also es ist gerade ein großer Erholungstrend, zumindest im Gange im asiatischen Markt. Wir gucken aber natürlich auch auf den japanischen Markt, der sowieso sehr hoch in diesem Jahr schon gelaufen ist, teilweise wieder Korrekturen hatte. Viel geredet. Wir reden heute über den größten Automobilhersteller der Welt, und zwar über Toyota. Wir haben ja die letzten Wochen schon mal über BMW, über Mercedes gesprochen. Wir sind generell auch mal durch die Reise gegangen. Wie geht's den deutschen großen Automobilherstellern? Und ziehen das heute oder gleich mal so ein bisschen in den Vergleich rein, denn Toyota ist doch relativ bekannt natürlich, aber auch relativ groß und insbesondere auch immer noch erfolgreich und in verschiedenen Segmenten aktiv und auch ein sehr traditionelles, altes Unternehmen, hat die japanische Wirtschaft groß geprägt und der Name Toyota steht tatsächlich dabei nicht nur für Autos, so wie wir es hier kennen, sondern für einen großen Wirtschaftsbereich in Japan. Das geht für den Aktien-Roundup heute Morgen vielleicht ein bisschen zu weit, aber man kann grundsätzlich sagen, Toyota ist nicht nur ein Begriff für Automobile, sondern für den gesamten Handel in Japan über Rohstoffe, Produkte, über große Konglomerate, über die wir uns insbesondere heute Nachmittag unterhalten werden. Jetzt aber erstmal den Blick, wie immer, auf den Chart und ja, was wir aktuell sehen, ist insbesondere natürlich dieser leichte Rebound, den wir jetzt hier in den letzten ein, zwei Wochen gesehen haben, nach einem großen Tiefpunkt. Wir hatten ja Black Monday gar nicht so weit her, das sehen wir hier noch im August. Das heißt, der Tiefpunkt, nachdem es diesen Rutsch des Marktes nach unten gab, zuvor das starke Hoch bis jetzt auf knapp 4.000 Yen hier oben als Spitzenkurs von Toyota und damit eine extreme Rallye, wenn man sich das anguckt, seit dem Jahr 2022. Fast eine Verdopplung des Kurses. Etwas, was wir bei deutschen Automobilherstellern vergebens suchen. Sehen wir uns gleich nochmal in dem Vergleich an, aber man kann grundsätzlich sagen, gibt es natürlich gerade ein so zweischneidiges Schwert. Wir haben wirklich einen Aufwärtstrend stark nach oben getrieben, eigentlich durch die letzten ein, zwei Jahre und dann eine doch relativ starke Korrektur mit dem, was gerade in dem Yen-Umfeld passiert und im japanischen Umfeld passiert. Wie gesagt, jetzt der Stimulus insbesondere aus China raus und damit auch die Frage, wie es jetzt für die Toyota-Aktie weitergeht. Wenn wir grundsätzlich auf den Vergleich mit mal den europäischen oder generell globalen Automobilherstellern schauen, dann sehen wir trotz des letzten Rückgangs, den wir jetzt hier in den letzten Wochen gesehen haben, dass Toyota im generellen globalen Vergleich jetzt hier seit 2018 eigentlich eine ziemlich gute Performance hingelegt hat. Wir sind hier knapp 80% im Plus. In der Spitze waren es hier mal knapp 140%. Das einzige Unternehmen, was hier noch besser dasteht, ist Hyundai. Auch da gibt es ja aktuell viele neue Nachrichten rund ums auch indische Hyundai-Geschäft. Da stellt man sich ja auch ganz anders auf. In dem Falle kein japanisches, kein chinesisches, sondern ein koreanisches Unternehmen. Auch sehr spannend. Heute vielleicht weniger Thema, aber wir haben es an ein, zwei Stellen als Vergleich doch mal mitgebracht. Und was wir natürlich auch sehen, sind die deutschen Automobilhersteller. Wir haben hier Volkswagen, die sogar um 7,5% im Minus sind im Vergleich jetzt zu 2018. Wir haben Mercedes, die sich noch ganz gut schlagen mit 50% im Plus, insbesondere auch durch die letzten Abspaltungen und Kursgewinne, die es dadurch gegeben hat. Ja, und BMW jetzt hier mit 35% im Plus. Alle im Rückgangsmodus trotz eines Marktes, der sehr, sehr gut läuft. Wir haben heute DAX Allzeithoch. Das sieht man aber vielleicht hier im letzten Bogen bei den Automobilherstellern. Ganz grundsätzlich sieht man es halt in den Kursverläufen nicht und das, obwohl sie immer noch zu den größten Unternehmen Deutschlands gehören. Ja, natürlich dann auch ganz interessant, wenn man sich die Differenzierung des Marktes so ein bisschen überlegt. Wir haben natürlich mit Volkswagen, Toyota und Hyundai natürlich die auf der einen Seite die Massenhersteller, aber auf der anderen Seite haben wir Mercedes, BMW, die dann doch eher zur Luxussparte gehören und von der man eigentlich erwarten würde, dass sie rein kurstechnisch die anderen auf jeden Fall ausperformen würde. Aber hier sehen wir tatsächlich Europa in der Vergangenheit, in den vergangenen 5, 6, 7 Jahren tatsächlich auf dem negativen Fuß. Aber lass uns reingucken in die Bewertung, oder?
Genau, das sieht man nochmal ein bisschen deutlicher und wir haben deswegen mal ein paar Grafiken für den Vergleich des Automobilmarktes jetzt hier mitgebracht. Was wir nämlich ganz schön sehen können, ist jetzt hier einmal der Vergleich verschiedener Kursgewinnverhältnisse, also KGVs hier in dem Fall. Wir haben die Ober- und Unterseiten mal abgeschnitten, denn wir wissen, der Automobilmarkt ist ein sehr zyklischer Markt, das heißt ein Markt, wo es immer wieder diese hohen Spitzen gibt. Was uns aber interessiert, ist ja die generelle Tendenz des Marktes. Und was wir ja sehr schön sehen können, ist, dass wir eigentlich aus einer Phase kommen, wo wir durchaus erhöhte KGVs gesehen haben bei einer im Verhältnis niedrigeren Marktbewertung. Also wenn man sich den DAX heute anschaut, zum Beispiel mit oder die US-Märkte heute anschaut im Vergleich zu von vor 20 Jahren, sehen wir generell ein eher höheres Level von Bewertungen. Ganz grundsätzlich sehen wir aber, dass die Automobilhersteller ja von KGVs so um die 10, 15 gekommen sind und sich mittlerweile alle eher im einstelligen Bereich hier unten tummeln. Das heißt, die Tendenz der Bewertungen dieser Unternehmen geht in die negative Richtung und das bedeutet, dass halt auch die Unternehmen ganz grundsätzlich vielleicht oder der Markt den Unternehmen etwas weniger Zukunftsvision einräumt, denn wir haben gerade eben gesehen, die Kurse sind eigentlich gestiegen. Die KGVs sinken, das bedeutet, und das sehen wir gleich, dass die Profitabilität eigentlich auch steigt. Das heißt, wir haben mehr Gewinne, wir haben generell ein Geschäftsumfeld, das sich gut und positiv entwickelt, aber wir haben eine Bewertung der Unternehmen, die halt abnimmt. Und das ist eine negative Korrelation, wie man sie eigentlich sehr, sehr selten sieht im Aktienmarkt. Grundsätzlich ist es eher so, steigen die Gewinne. Und nimmt das Momentum zu, dann steigen auch eher die Bewertungen der Unternehmen, zumindest bis zu einem gewissen Niveau. Natürlich gab es immer wieder mal Ausnahmen. Wir sehen hier 2008, da wo wird halt dann wenig, werden wenig Automobile gekauft und das geht dann entweder in zwei Richtungen. Entweder man macht noch irgendwie Gewinne und dann hat man ein sehr hohes KGV oder man macht halt keine Gewinne mehr. Das sehen wir hier in dem Falle von Toyota zum Beispiel, die dann 2008 hier ins Negative gerutscht sind, danach ein hohes KGV haben. Also hier eine Ausnahmephase, 2015 auch so eine kleine Ausnahmephase, hat hier in dem Fall aber stärker VW getroffen. Wir erinnern uns auch an diese Zeit. Gar nicht so stark, was tatsächlich hier in dem Fall in der Corona-Pandemie zwar auch hier erhöhte Bewegungen rund um den Bereich, aber wie gesagt, uns interessiert eher die tendenzielle Tendenz und da sehen wir eher Bewertungen, die halt über den langen Zeitverlauf abnehmen. Mit der Ausnahme muss man fast sagen, hier oben Toyota, denn Toyota ist relativ stabil geblieben, was sich die ja, Bewertungen angeht. Wir sind hier noch mittlerweile ein ganzes Stück oberhalb von den deutschen Automobilherstellern und in dem Fall auch von Hyundai. Und wir wollen uns heute eigentlich mal anschauen, wo kommt das denn her? Also warum geht die Tendenz der Automobilhersteller, insbesondere in Deutschland, immer mehr ins Negative und Toyota hält sich hier doch relativ stabil? Bevor wir das machen, kurzer Blick auf die Gewinne. In dem Fall sehen wir hier den Gewinn pro Aktie, auch dieser Automobilhersteller. Wir haben jetzt hier mal Hyundai rausgenommen. Wie gesagt, ist heute nicht so der Kernpunkt, aber den Vergleich, der ist trotzdem ganz spannend. Und ich glaube, zum Hyundai für die Zukunft sollten wir uns das Unternehmen auch mal anschauen, insbesondere unter dem indischen Gesichtspunkt. Was wir aber sehen, dass halt die Gewinne der Unternehmen über die Jahre eigentlich deutlich, deutlich zugenommen haben. Also wir haben hier 2003, 2004 den Gewinn pro Aktie vergleichsweise überall sehr, sehr niedrig. Und es gab zwar mal Ausbrüche, insbesondere von VW nach oben. Aber ganz grundsätzlich sehen wir hier eine steigende Tendenz in den Gewinnen pro Aktie. Und das bedeutet so viel wie, dass die Profitabilität der Unternehmen steigt. Und das Gleiche sehen wir übrigens auch für die Umsätze pro Aktie. Also auch dort sehen wir eine absolut steigende Tendenz, in dem Falle noch gleichbleibender. Das heißt, eigentlich läuft das Geschäft gut. Die Kurse kommen vielleicht so ein bisschen noch mit. Wir sehen teilweise zumindest erhöhte Kurse, aber ja, die Bewertungen definitiv nicht. Was ist da los, Tom? Ja, was ist da los? Hier natürlich auch wieder, ich hatte es ja eben gerade schon angesprochen, so ein bisschen der Umsatz zeichnet sich hier natürlich auch wieder in zwei Richtungen ab. Wir sehen einmal BMW und Mercedes-Benz, die natürlich eher dann wieder in diesem Luxussegment sind. Das heißt, den Umsatz pro Aktie in den letzten, ja, wenn man mal lange zurückgeht, 20 Jahren kaum gesteigert haben. Natürlich rechnen da, werden da auch noch Aktienrückkäufe, Aktienausschüttungen weiter mit einberechnet. Aber wir sehen tatsächlich die Massenhersteller, nenne ich sie jetzt mal, Volkswagen und Toyota, die tatsächlich den Umsatz pro Aktie und auf der anderen Seite haben wir eben gerade schon gesehen, auch den Gewinn pro Aktie weiter gestiegen haben, steigern konnten, sagen wir es so. Genau, und scheinbar scheint das auch besser zu funktionieren, wenn man auf Hyundai zum Beispiel auch guckt, die ja auch im Kurs zumindest performt haben. Wer ganz rausfällt, ist in dem Falle ja VW, was wir gerade eben gesehen haben, die sogar eine negative Kursperformance hinlegen. Wir sehen aber in der Tendenz, und ich gehe noch mal einen kurzen Schritt zurück, also wir haben eine extreme Erhöhung
der Gewinne pro Aktie hier bei Toyota. Wir haben auch steigende Umsätze pro Aktie bei Toyota. Wir haben grundsätzlich eine positive Kursperformance und auch die Bewertung, die sich stabil hält. Das heißt, irgendwas muss Toyota ja speziell machen. Schauen wir jetzt nochmal drauf. Vorher ein ganz kurzer Blick auf den globalen Automobilmarkt. Ja, lass uns rauszoomen. Wir sehen, der Markt, wie wir es uns eigentlich alle relativ gut vorstellen können, ist gigantisch groß, 2810 Billionen US-Dollar groß. Wir haben relativ langsamen CAGR, das heißt, ein relativ langsames Wachstum wird jetzt in den nächsten 10 Jahren knapp erwartet auf knapp 4000 Milliarden US-Dollar. Und der Markt ist natürlich stark segmentiert. Wir haben natürlich etablierte Märkte wie Europa und Nordamerika, in denen natürlich der Markt an sich erstmal nahezu gedeckt ist. Dann haben wir tatsächlich aber auch aufstrebende Märkte, besonders in Asien, du hattest das gerade angesprochen mit Indien, aber auch China, jetzt auch ohne das Konjunkturpaket, was da vom Staat etabliert wurde, sieht man natürlich in den letzten Jahren, dass dort ein enormes Wirtschaftswachstum stattgefunden hat und auch ein enormes Wirtschaftswachstum und dann natürlich auch eine steigende Nachfrage nach Luxusgütern und natürlich dann am Ende auch nach Automobilen, weil Automobile sind, wenn man es mal eng sieht, preislich gesehen, sind das natürlich Luxusgüter. Das sind keine Anschaffungen, die man jedes Jahr tätigt, sondern das sind Anschaffungen, die man teilweise einmal im Jahrzehnt, einmal alle 20 Jahre, einmal alle 30 Jahre, einige von uns tatsächlich sogar. Und das Modell, dass man sich tatsächlich alle 2 Jahre ein neues Auto kauft, ist ja dann eher auf die Leasingmodelle der Automobilhersteller zurückzuführen. Wir haben in den Industrieländern eigentlich einen gesättigten Markt, einen gesättigten Markt, wo es nur mehr oder weniger um Erneuerungen geht. Es Ja. geht wenig Leute, außer denen, die jetzt quasi in das Alter reinwachsen, die sich ganz zum ersten Mal ein Auto kaufen, sondern die Tendenz geht dort eher dazu, dass man vielleicht sich vielleicht gar kein Auto kauft. Das heißt, wir haben einen Markt, der gesättigt ist, der nur dadurch arbeitet, dass wir halt, ja, man kann sagen, neue Modelle über Leasing, über den Arbeitsmarkt, über ja, schöne Steuermodelle irgendwie in den Markt bekommt und eigentlich wenig Wachstum in dem Markt ja, generieren kann. Nicht umsonst ist es so, dass wir sehen, dass die großen Automobilhersteller halt insbesondere in den asiatischen Märkten expandiert sind, dort jetzt auch Probleme haben, also dass VW und BMW und alle weiteren deutschen Automobilhersteller Probleme haben, liegt weniger am europäischen Markt, der ist zwar konjunkturell abhängig und wir haben gerade keine Konjunktur, also er schwächelt etwas, aber größere Probleme sehen wir da tatsächlich eher in den Märkten, in denen wir expandiert sind. Und das sieht man, glaube ich, auch so, wenn man ein bisschen weiter guckt. Denn dort ist ja nicht nur das Thema, die Märkte kriegen vielleicht eigene Automobilhersteller, sondern auch der Markt wandelt sich generell von eher einem, ja, ich sag mal, Verbrennermarkt zu einem Hybrid-Batteriemarkt. Ja, zum Hybrid-Batteriemarkt und auch natürlich zum elektrischen Markt. Wenn man sich heute überlegt, okay, wie viel Technik und elektrische Technik ist tatsächlich in Automobilen verbaut, da wundert das tatsächlich nicht, dass wir auf eine ja, globale, sehr große Lieferkette angewiesen sind heutzutage bei den Automobilherstellern. Und dazu gehören natürlich die traditionellen Zulieferer. Wenn man da jetzt an die Deutschen denkt, haben wir da natürlich die Bosch GmbH, die tatsächlich Einzelteile und Zusätze liefert. Wir haben aber auch Continental, die dann sehr spezifisch auf das Reifengeschäft sind. Wir haben aber heutzutage auch Geschäfte wie das Batteriegeschäft, das natürlich auch sehr, sehr wichtig wird, aber auch das Halbleitergeschäft. Das haben wir ja auch in den letzten Jahren gesehen, dass wenn es da tatsächlich zu Problemen, zu Lieferkettenschwierigkeiten kommt, dass tatsächlich die ganze Automobilindustrie auch bei uns in Europa still liegt und am Ende natürlich das Problem der Deutschen oder vor allem der VW-Gruppe, natürlich die Software, auch ein sehr hochmargiges Geschäft, auf dem man besonders bei uns in Deutschland eher auf ausländische Anbieter angewiesen ist in der Vergangenheit. Wenn man sich mal anschaut, wer sind eigentlich die großen Automobilkonzerne? Wir haben gerade eben schon angesprochen, eigentlich unangefochten die Nummer 1, war eine Zeit lang mal mit VW Konkurrenz, ist aber Toyota, also der Massenmarkt, der scheinbar auch wirklich gut zu laufen scheint. Ja, danach kommt auch VW, dann auch schon Hyundai, über die wir gesprochen haben, extrem starkes Wachstum auch über die Jahre hingelegt. Ja, und dann wird es schon deutlich breiter, kann man so sagen. Hinten findet sich BMW, Mercedes, du hast es angesprochen, das ist eher dann auch schon das Luxussegment. Das sehen wir auch gleich, wenn wir ein bisschen in Richtung Margen schauen. Ja, und sonst gibt es dann schon eine relativ breite Landschaft. Was wir sehen, sind ein paar Märkte, in denen halt es deutlich stärkeres Wachstum jetzt von 2023 zu 2022 gab. Wir sehen BYD hier, die sich fast verdoppelt haben, Ja. gefühlt in den ausgelieferten Autos. Also ein chinesischer Autobauer, der auf dem Elektromarkt sehr fokussiert ist, scheint dort gut anzukommen. Auch ein Grund, warum man hier halt insbesondere von den deutschen Automobilherstellern Marktanteile abgreift. Wir haben Tesla, die auch weiteres Wachstum hier zeigen.
Aber wie gesagt, wir haben auch deutlich andere, die vielleicht eher weniger Autos verkaufen. Das sieht man hier bei Honda, Nissan. Also Probleme gibt es nicht nur im europäischen Markt. Wenn wir jetzt auf Toyota schauen, sehen wir aber auch hier weiteres Wachstum, vielleicht auch so ein bisschen gestützt durch die aktuelle Entwicklung des Yen. Bevor wir weiter drauf gucken, schauen, lass uns mal auf die operative Marge schauen, Tom, denn da sieht man so ein bisschen auch die Unterteilung der verschiedenen Ja, Automobilhersteller. genau. Ich hatte das jetzt schon ein, zweimal angesprochen. Wir haben im Automobilsektor so ein bisschen die Unterscheidung zwischen Luxus- und Massenhersteller, habe ich es jetzt mal genannt. Wir haben auf der einen Seite Marken wie Ferrari und Porsche, wo die Menge an abgesetzten Autos tatsächlich relativ im Jahr relativ gering ist. Und auf der anderen Seite haben wir tatsächlich die großen Massenhersteller wie Toyota, VW und Hyundai. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt hier ganz recht BYD, die natürlich mit dem Preiskampf auch im internationalen Markt natürlich eine sehr geringe operative Marge im Moment haben. Aber wir sehen in der Mitte tatsächlich auch Tesla, die ja tatsächlich auch von sehr hohen operativen Margen, wenn wir mal 2, 3, 4 Jahre zurückdenken, jetzt tatsächlich aufgrund des auch Preiskampfes auch aus China und dem asiatischen Raum doch unter Druck geraten sind und wirklich jetzt nicht mehr so richtig zu den Luxusautomobilherstellern gezählt werden können. Man kann eigentlich auch sagen, ich glaube, von der Klassenkategorie waren die Teslas jetzt keine Luxusautos, aber man hatte halt deutlich den Vorteil, dass ja Elektroautos halt günstiger sind in der Produktion, sie sind weniger komplex, auch von der Antriebstechnik, deswegen auch im Vergleich, und das ist ja der Konkurrenzkampf Elektro gegen Verbrenner, die Elektroautos halt einfach günstiger produzierbar sind. Dann kommt auch Hybridautos dazu, die ja auch noch im Kampf irgendwie dabei sind, und das sieht man hier auch so ein bisschen an Toyota, denn Toyota ist so der Markt für Hybridautos. Bei denen hat man deutlich gesehen, ja, dass die Margen nicht so hoch sind, denn Hybrid Autos zu produzieren ist verdammt teuer im Verhältnis, also noch teurer dann als bei den Verbrennern. Ja, und dementsprechend sieht man auch so ein bisschen die Margenaufteilung, auch den Kampf zwischen Regionen, Welten, und ja, auch noch dann natürlich Klassenkategorien, also ein sehr, sehr breites Feld. Ja, ein sehr, sehr, sehr breites Feld, das ja tatsächlich in den ja, vergangenen 20 Jahren doch teilweise immer wieder unter Druck war. Teilweise haben wir Krisen gesehen, wie jetzt wir hatten es ja auch gerade schon gesehen, die Finanzkrise 2008, die natürlich in den Output oder den Abverkauf von Automobilen, den Absatz der globalen Automobilmenge natürlich ein tiefes Loch gerissen haben, will ich mal sagen. Wir haben aber tatsächlich auch Situation wie Dieselgate gesehen, 2016, da waren ja eher die deutschen Automobilhersteller involviert. Kein großer Rückgang damals, tatsächlich aber ja, wie zu erwarten, 2020 mit den Lieferkettenproblemen und auch in den Jahren danach sehen wir ja hier Chip-Shortage. Das ist ja das, was ich gerade schon mal angesprochen hatte, dass ja tatsächlich die Automobile heutzutage sehr, sehr komplexe Konstrukte sind. Und jetzt ja, sind wir tatsächlich im globalen Absatz tatsächlich immer noch unter den 2018, 2019er Niveaus, sehen aber tatsächlich auch, dass wir hier eine deutliche Erholung haben. Natürlich steigt dann hier natürlich jetzt auch so ein bisschen wieder der Kampf um die Marktanteile. Lass uns mal auf den Snapshot von Toyota blicken, denn wir können ganz grundsätzlich sehen, dass wir ein Unternehmen haben, und das haben wir gerade eben im Chart schon gesehen, auch natürlich in der Zyklik dran ist, die du gerade eben beschrieben hast, aber ganz grundsätzlich einen sehr, sehr positiven Kursverlauf hat und insbesondere auch eine relativ starke Dividende seit längerer Zeit zahlt. Wir sind jetzt hier im Jahr 2014, 10 Jahre lang haben wir ungefähr gebraucht, ja, um den Kurs zu verdreifachen, zwischendurch zu verfünffachen, würde ich sagen, inklusive Dividende. Und das ist übrigens auch eine Sache, die man bedenken muss, zu der Grafik, die wir am Anfang gesehen haben. Die Kurse haben sich teilweise vielleicht nicht sehr positiv entwickelt, aber insbesondere die deutschen Automobilhersteller schütten schon eine sehr hohe Dividende aus, aufgrund halt der gestiegenen Profitabilität, die wir die letzten Jahre gesehen haben, die dort natürlich nicht abgezeigt ist, die wir hier aber inkludiert haben, und dementsprechend sieht der Kurs von Toyota sogar hier noch ein bisschen besser aus. Ja, und man sieht natürlich auch sehr schön, was wir gerade bei den deutschen Automobilherstellern gerade gesehen haben, dass wir auch durch die Jahre 21, 22 und 23 eine positive Geschäfts- und Kursentwicklung gesehen haben. Und das ist ja so ein bisschen das, sind ja so ein bisschen die Jahre gewesen, bei denen es dann so langsam anfing bei den deutschen Autobauern, dass die Probleme nicht abgerissen sind. Wir haben natürlich die Corona-Pandemie gehabt, wir haben danach Lieferkettenschwierigkeiten gehabt, wir haben danach Lieferkettenschwierigkeiten exklusiv in Europa gehabt aufgrund des Ukraine-Kriegs. Das sind natürlich alles Probleme, die Toyota als japanisches Unternehmen, das sehr stark im asiatischen und amerikanischen Raum ist, nicht so hart getroffen haben wie die europäischen. Dementsprechend sehen wir hier auch im letzten Quartal eine positive Umsatz- und Gewinnentwicklung. Margen sind entsprechend ein bisschen unter Druck geraten. Wir haben ja jetzt den Yen auch, der tatsächlich mit den, der Yen, der jetzt wieder gestiegen ist, mit den
Mit den Zinsen der Zentralbank in Japan steigen dann natürlich auch wieder die Ausgaben für die Zinslast und generell für die Finanzierungsprodukte, die das Unternehmen anbietet. Man kann sagen, das war zuletzt, hat dieser Trend halt den Absatz weiter angekurbelt. Denn Toyota hat auch den Großteil des Absatzes, wir sehen es weltweit. Das heißt, Japan ist zwar ein größeres Land, aber grundsätzlich der Großteil des Absatzes ist auch hier global vertreten. In der asiatischen Welt ist man sehr, sehr stark. Exporte waren dementsprechend günstiger. Man konnte sich im Ausland günstiger ein Toyota-Auto kaufen, da der Yen-Kurs sich quasi in dieser Richtung entwickelt hat. Jetzt dreht sich das Ganze wieder so ein bisschen und das ist auch der Hauptrückgang, den wir hier im Kurs sehen. Nichtsdestotrotz, wenn man auf die fundamentalen Kennzahlen schaut, sieht man, dass wir weiterhin eine positive Entwicklung haben. Wir haben ein relativ profitables Geschäft auch, aber auch eine deutlich erhöhte Bewertung, wie wir unten gesehen haben. Wenn wir jetzt ein Stück weitergehen und uns das Thema nochmal wirklich in der Bilanz ansehen, sehen wir auch hier eigentlich weiterhin eine positive Entwicklung und auch so eine leichte Verbesserung der operativen Margen. Ja, die operative Marge natürlich durch die weniger gestiegenen Umsatzkosten, haben wir auch gerade schon auf dem Snapshot gesehen, eine Ausweitung der Grossmarge. Wir sehen aber tatsächlich auch, Entschuldigung, dass wir auf der operativen Seite tatsächlich doch Steigerungen gesehen haben, sodass wir am Ende doch zwar ein positives Wachstum beim Gewinn gesehen haben, doch deutlich langsamer als das, was wir beim Umsatz gesehen haben, sodass wir jetzt hier auch unten sehen in dem Margin-Bereich, dass wir von 12%, knapp über 12% auf jetzt 11% abgesunken sind. Natürlich muss man dazu sagen, das ist natürlich immer noch deutlich höher als der ein oder andere deutsche Automobilhersteller. Dementsprechend haben wir auch eben gerade die etwas höhere Bewertung gesehen. Ja, und was wir hier sehen, was natürlich fürs Unternehmen dann wieder nicht so positiv ist, weil man ja auch in Yen am Ende bilanziert, ist natürlich, dass der Yen-Kurs, wie gesagt, einen negativen Einfluss dann auf die Gewinnzahlen hat, im Verhältnis zumindest. Aber ganz grundsätzlich ist ein positiver Export hier beschleunigt durch halt diese positive Entwicklung des Yen, die sich gerade so ein bisschen wieder umkehrt. Gucken wir mal auf ein, zwei weitere Zahlen, um das Ganze so ein bisschen abschließend zu betrachten. Also wir sehen bei Toyota ein Unternehmen, was natürlich global sehr groß ist, das haben wir gerade schon so ein bisschen manifestiert. Wir haben insbesondere aber ein Unternehmen, was halt weniger stark auf diesen aktuellen Elektrotrend setzt. Also wir sind zwar ein Unternehmen, was sehr innovativ ist und Toyota ist insbesondere sehr groß damit geworden, dass man relativ früh diese Hybridtechnik übergreifend quasi in seine Autos eingebaut hat. Und das sieht man hier unten. Hier gibt es dann verschiedene Codes, die hier stehen. Im Kern kann man sagen, was HEV bedeutet, ja, ist das Thema hybrides Auto und nicht Hybrid, wie wir es hier größtenteils kennen, als Plug-in-Hybrid, sondern als Hybrid, der automatisch lädt. Das heißt, man tankt Benzin, hat aber zwischendurch über die Antriebstechnik halt auch einen elektrischen Antrieb. Wir haben dann den Plug-in-Hybrid, der hier drunter ist, der halt deutlich kleiner ist in dem Bereich und hier folgen dann quasi die klassischen Elektroautos. Was wir also sehen, ja, man ist im Hybridmarkt sehr, sehr aktiv und das möchte man auch weiterhin sein. Das sieht man jetzt im Vergleich von 2023 zu 2024. Also auch hier ist das Wachstum sehr, sehr stark, weil man sagt, wir glauben daran, dass Hybridtechnik halt übergreifend in der Welt gebraucht wird. Man denkt an Länder, in denen man nicht einfach so eine Elektrifizierung vielleicht aufbauen kann. Wir sehen das aktuell, wie viele Probleme wir haben, eine Ladeinfrastruktur zu schaffen. Und man sagt halt, ja, in vielen Ländern ist das gar nicht in dieser Form aktuell möglich. Wir wollen trotzdem dort auch eine Verbesserung quasi zugunsten des letzten Wandels, vielleicht auch des Umweltwandels erzeugen. Das heißt, man baut die Hybridtechnik hier auch weiter aus. Und das ist eigentlich auch das Steckenpferd, kann man sagen, von Toyota. Also wenn man selber glaubt, hey, Hybridtechnik wird uns noch lange begleiten, wird es noch lange geben, dann kann man sagen, ja, tendiert man zu einer ähnlichen Meinung, wie es vielleicht auch bei Toyota der Fall ist. Ja, und auf jeden Fall, man sieht das ja jetzt auch hier oben. Wir sehen, die Overall Sales sind leicht rückläufig mit knapp 2%. Wir sehen aber, dass die Electrified Vehicles, zu denen natürlich am Ende die elektrischen Fahrzeuge, vollelektrischen Fahrzeuge, aber auch die Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge gehören, dass die tatsächlich durch die Reihe weg alle gestiegen sind. Wir haben ganz unten nochmal die Fuel Cell, das heißt die Brennstoffzellen, die rückläufig waren. Das ist, glaube ich, aber zu ignorieren. Ja, wir sehen den Trend hin zur Elektrifizierung. Wir sehen den Trend hin zur Hybrid-Ausweitung und tatsächlich auch hier so ein bisschen ab vom klassischen Verbrennermodell. Und das sieht man auch, wenn man jetzt langfristig auf die Geschäftsentwicklung von Toyota eigentlich schaut, haben wir grundsätzlich überall diesen positiven Effekt. Also wir haben positives Umsatzwachstum, die Gewinne sind positiv, auch die operativen und die wirklichen Gewinne sind positiv und tatsächlich auch so der Return abseits von, wenn man jetzt sich Aktienkurse anguckt, wirklich auf die Equity bezogen,
ist zuletzt auch in einem positiven Weg gewesen. Das heißt, man schafft es auch wirklich effizienter zu wirtschaften, vielleicht auch Preise anzuheben. In Japan gibt es jetzt auch wieder leichte Inflation, worüber man sich freut. Das hilft natürlich, Gewinne auch zu erzeugen. Also ganz grundsätzlich scheint dieser Trend zumindest zu funktionieren und insbesondere auch jetzt im Jahr 2024 stark zu funktionieren. Und dementsprechend gab es auch diesen deutlichen Bewertungsanstieg, den wir gesehen haben. Ja, ganz genau. Wenn wir auf die Dividenden schauen, sehen wir, die sind ein bisschen instabiler, was so ein bisschen überrascht nach der Geschäftsentwicklung, die wir gesehen haben. Wir sind jetzt zwar noch bei 2,8% Dividende, glaube ich, haben wir gesehen, aber wenn wir auf die letzten Jahre schauen, da gab es mal noch mal eine Ecke mehr Dividende. Ja, investiert man hier aktuell viel oder was ist der Plan? Es gab natürlich deutlich mehr. Wir haben natürlich den Einschnitt während Corona gesehen und danach dann die Entscheidung, tatsächlich die Dividende zu kürzen seit langen Jahren. Man ist dann 2023 mit den positiven Geschäftsentwicklungen, die wir gerade schon gesprochen haben, in der Übersicht gesehen haben, ist man dann wieder dahin zurück, die Dividende zu steigern. Und wenn wir tatsächlich mal auf den orangenen Graphen hier gucken oder den orangenen Chart schauen, sehen wir tatsächlich, dass wir lange Zeit eine fast 0% Dividendensteigerung hatten und jetzt tatsächlich wieder so ein bisschen raus sind und die Dividende natürlich auf geringerem Niveau wieder stark gestiegen ist. Und wenn wir eine Folie weitersehen, sehen wir, da ist tatsächlich auch noch viel Luft nach oben. Wir haben 21% Payout Ratio. Deutlich unter den europäischen. Was natürlich das Unternehmen auch jetzt für Dividendeninvestoren natürlich sehr attraktiv macht. Genau, wir haben das Ganze hier nochmal zusammengefasst. Im Kern geht es natürlich jetzt nochmal um diesen Vergleich, den wir am Anfang gemacht haben, etwas weiterzutreiben. Also was sind wirklich die Vor- und Nachteile der Unternehmen jetzt rein auch auf die Kennzahlen bezogen. Man sieht halt von den KGVs sind die deutschen Automobilhersteller ja deutlich geringer bewertet. Zuletzt hat man gesehen, vielleicht auch aus gewissem Grund, wenn wir haben ja übergreifend eigentlich Probleme gesehen bei allen deutschen Automobilherstellern. Hier genau gegenteilig, wir haben Rekordabsatzzahlen, Rekordgewinne, Rekordumsätze eigentlich überall gesehen und dementsprechend auch eine erhöhte Bewertung. Die Frage ist, wie sich das weiterentwickelt. Toyota hat schon eine sehr, sehr starke Marke. Und bei Automobilunternehmen tendiert man natürlich so ein bisschen dazu, auf seinen eigenen Geschmack zu hören und zu sagen, ah ja, das ist, sind ja Billigautos und die Deutschen, das sind die Qualitätsautos und, und. Im Kern geht es natürlich hier mehr darum, sich die Aktien und das Unternehmen anzuschauen. Und vielleicht sagt der eine oder andere, das sind keine Qualitätsautos, aber der Vertrieb klappt sehr, sehr gut, denn es sind günstigere Massenautos, die halt auch besser abgenommen werden auf der breiten Welt, auf dem breiten Markt, den es dort gibt. Wir werden das Ganze nochmal weiterspinnen. Das war jetzt nur der Start quasi heute in unseren Japan-Tag. Heute Nachmittag geht es dann nochmal ein bisschen in eine größere Dimension. Wir schauen uns die japanische Wirtschaft ganz generell in Form von Konglomeraten an. Das heißt, da findet man den Namen Toyota auch wieder, aber insbesondere auch andere große Häuser. Wir haben sie hier schon mal angesprochen, die Sogo Shoshas, und das werden wir uns heute Nachmittag nochmal ein bisschen intensiver auch anschauen und nochmal angucken, ja, wo geht da die Tendenz hin? Hat man da auch nachhaltig vom Yen profitiert und wie ist die Entwicklung? Und wir treffen natürlich da auch unsere Aktienauswahl. Nächste Woche dann Market Roundup und wir gucken uns mal wieder ein deutsches Unternehmen an, die Deutsche Post AG. Auch mal spannend. FedEx. Nach FedEx, ganz genau. Wir haben ja nächste Woche noch den Feiertag am Donnerstag, sind deshalb eine Woche verschoben. Super. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Tschüss.